Das 1.20-Update von Minecraft wird noch viel mehr verändern, als wir aktuell vermuten. Während wir letztens aus dem Nichts die Möglichkeit bekommen haben, unsere geliebte Rüstung mit verschiedenen Mustern und Farben anzupassen, soll genau hier noch mehr kommen. Die Entwickler sammeln aktuell aktiv Feedback aus der Community, was ja der Hauptfokus des Updates ist. Und so wurde bereits mehr oder weniger angedeutet, dass wir auch Tools und Waffen optisch anpassen bzw. verändern können. So könnte man quasi optisch direkt beispielsweise zwischen seiner Glücks- und auch Behutsamkeitsspitzhacke unterscheiden, wenn man sie nur anschaut. Auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Glow Inks, Glowstone oder Echo Shards die Farben der Rüstungen zum Leuchten zu bringen, wurde auch tausende Male gewünscht und möglicherweise auch schon sehr bald umgesetzt. Und da der Release erst im Juni, Juli sein wird und wir aktuell noch im Januar sind, kann dies noch eines der überraschendsten und auch besten Minecraft-Updates werden, da es ja in der Zusammenarbeit mit der Community entsteht. Folgt auf jeden Fall gerne rein und liked das Video, um keine weiteren Minecraft-News mehr zu verpassen.